begrüße Sie mit einer Einmeldung bei den DMC News. Offenbar hat sich in der Wüste Nevadas ein schwerer Unfall ereignet. Unbestätigten Quellen zufolge kam es bei einem fehlgeschlagenen Experiment in der streng geheimen Forschungsanlage Black Mesa zu einem Zwischenfall in der Abteilung für anomale Materialien. Sobald wir neue Informationen haben, informieren wir Sie umgehend in einem News-Spezial. Fragt man mich, welches Computerspiel ist deiner Meinung nach das beste überhaupt, würde ich ohne zu zögern sagen Half-Life. Doch warum ist das so? Warum hat sich das Spiel so sehr in meinen Kopf eingebrannt? Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Halt! Wir wollen uns das doch lieber formatfüllend anschauen. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa. Das Spiel beginnt, wie es eigentlich keiner erwartet, ziemlich ruhig. Wir fahren also mit dem Zug durch die Black Mesa Forschungsanlage zu unserem Arbeitsplatz. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Der Spieler schlüpft in die Rolle des MIT-Physikers Gordon Freeman und erlebt das komplette Spielgeschehen aus seiner Perspektive. Freeman bleibt dabei die ganze Zeit stumm. Ein Kniff von Valve, um die Identifikation zwischen Spieler und Held zu intensivieren. Tiefenentspannt geht es durch die Abteilung der anomalen Materialien. Man lauscht den Kollegen. Ich will jetzt nicht gestört werden. Man spielt mit der Mikrowelle. Gott, was tun Sie da? Und man zieht sich seinen Anzug an. Den HEV Mark IV. Hier setzte das Spiel neue Maßstäbe. Die Story aus der Sicht des Protagonisten erzählt, geskriptete Sequenzen, zusammenhängende Level. Mittendrin statt nur dabei. Jeden Monat rannte ich zum Kiosk und kaufte mir eine GameStar. Eines Tages war der Half-Life Uplink dabei, die Demo-Version von dem Spiel. Es dauerte nicht lange, da landete diese auf meinem PC. Ich habe keinen Plan, wie oft ich Half-Life Uplink gespielt habe, aber an beiden Händen kann ich es auf jeden Fall nicht mehr abzählen. Wie es nun mal Ende der Jahrtausendwende so war, als Schüler hat man nur begrenzt Taschengeld. Das heißt, als das Spiel erschienen ist, konnte ich sowieso nicht los, wenn es mir laufen, zumal war ich aber gar nicht volljährig. Gab natürlich immer Mittel und Wege, sich das Spiel zu besorgen, aber ich hatte mir schon damals gesagt, wenn du es spielen möchtest, möchtest du es dir kaufen. Das habe ich dann erst etwa Jahr 2000, 2001 ungefähr gemacht, als Half-Life Generation kam mit Opposing Force. Dann fing es erst richtig für mich an. Wir melden uns zurück mit den neuesten Informationen aus der Black Mesa Forschungsanlage. Meine Kollegin Katastrophe ist live vor Ort für eine Einschätzung der Situation. Offenbar kam es bei einem fehlgeschlagenen Experiment zu einem Dimensionsriss zwischen unserer und einer uns unbekannten Welt. Allen Anschein nach gab es sogar Kontakt zu außerirdischen Lebensformen. Mehrere Explosionen erschütterten die Anlage heftig. Trotz Meldungen über erste Todesopfer teilt die Black Mesa Administration mit, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sehr gut, jetzt machen wir weiter.
Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein. Würde jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Da war sie nun, die Katastrophe. In 17 Kapiteln hieß es, den eigenen Arsch zu retten und nebenbei noch die Erde vor einer Alien-Invasion zu schützen. Also Beine in die Hand und los. So wurde mit 14 Schießprügel aufgeräumt. Puzzle gab es zu lösen, Kollegen wurde geholfen und eine Alien-Welt gab es auch noch zu bestaunen. Das war schon ganz schön anstrengend und brachte mein kleinen Pentium mit MMX-Prozessor und Voodoo-Karte ganz schön ins Schwitzen. Das Spiel basiert auf der Quake Engine. Diese wurde von Valve aber stark modifiziert, besonders bei den Modellen zu sehen, da diese mit einem Skelett arbeiten. Auch in Sachen Sound setzte man neue Maßstäbe. H3D und EAX zählten hier zum Standard. Allerdings, Half-Life ist schlecht gealtert. Heutzutage sieht es nicht mehr wirklich gut aus. Da hilft auch nicht wirklich das HD-Pack von Blueshift. Wir melden uns zurück mit den neuesten Informationen rund um die Ausfallkontrolle. Meine Damen und Herren, uns wird gerade mitgeteilt, dass das Militär die Situation unter Kontrolle gebracht hat und die Bedrohung in der Black Mesa Forschungsanlage durch Spezialkräfte eliminiert wurde. Das Personal wurde laut Aussagen der Behörden gesammelt von der Anlage geschafft. Wir danken unserem großartigen Militär für die wieder einmal herausragende Leistung für den Schutz des Bürgers und des Staates. Damit verabschiede ich mich von diesem DMC-News-Spezial und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Da war ja noch das Militär. Sie kamen aber nicht, um die Leute zu retten. Denn die hatten ganz anders mit dem Personal vor. Da waren jetzt also nicht nur Alien-Aggressoren der Gegner, nein, sondern auch das US-Militär. Waren die Aliens noch leichte Beute, wurde es mit den Soldaten um einiges kniffliger. Sie suchten Deckung, warfen Granaten und flankierten, wenn es die Karte zuließ. Ebenso gab es, sowohl bei den Aliens als auch bei den menschlichen Gegnern, Gruppen, die zusammen agierten. Also gab es nun zwei Feinde zu bekämpfen. Die beiden mochten sich gegenseitig natürlich auch nicht. Wegweisend war nicht nur die Spielweise. Half-Life führte als eines der ersten Spiele alternative Feuermodis zu. Man konnte Schienenfahrzeuge steuern und stationäre Geschütze konnte man auch noch bedienen. In der Originalversion war man auch nicht gerade zimperlich. Viel Blut, herumfliegende Körperteile und dann auch noch Menschen als Gegner. Eieieiei. Natürlich war das Ganze der BPJM auch ein Dorn im Auge. So gab es für die deutsche Version ein paar Änderungen. Die Soldaten wurden durch Roboter ersetzt und getötete Kollegen setzten sich auf den Boden und schüttelten den Kopf. In unserem Beispiel zwar nicht zu sehen, aber das Blut wurde auch entfernt. 2017 wurde die Indizierung aufgehoben und nun kann auch die ungeschnittene deutsche Version bei Steam runtergeladen werden. Ja, dem Singleplayer-Modus habe ich schon immer den Vortritt gegenüber dem Multiplayer-Modus gegeben. Das heißt, ich erlebe lieber eine Geschichte, statt im Multiplayer so gesehen immer das Gleiche zu machen. Deshalb war das für mich halt so ein intensives Ereignis, was definitiv richtig Spaß gemacht hat und eigentlich heute immer noch richtig viel Spaß macht.
Als 1998 Half-Life auf den Markt kam, konnte niemand erahnen, welche Wellen Gordon Freemans Abenteuer in der Black Mesa-Anlage schlagen wird. Mit über 9,3 Millionen Einheiten über den Einzelhandel sowie eine unbekannte Anzahl an Verkäufen über Steam war Half-Life für das Studio aus Seattle ein voller Erfolg. Die Geschichte um Gordon Freeman endet mit dem Credits. Das vorerst natürlich, unabhängig davon erschienen zwei Add-ons, Opposing Force aus der Sicht des Soldaten oder eines der Soldaten, die man erst bekämpft und dann selber spielt. Dann das zweite Add-on, Blue Shift, ursprünglich ein Teil der Dreamcast-Version, die nie erschienen ist. Da spielt man den Sicherheitsbeamten Barney und begleitet ihn dabei, wie man die Anlage verlässt. Und natürlich gab es dann 2004 den Nachfolger Half-Life 2. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Und dann gab es noch die Modding-Szene. Auf der CD war alles, was man zum Erstellen eigener Mods brauchte. So erschienen im Laufe der Jahre unzählige Half-Life-Modifikationen, von sehr einfachen, die das Spieluniversum erweiterten, bis zu komplett eigenständigen Spielen. Sowohl für den Einzelspieler als auch für den Mehrspieler. Die Community war ziemlich groß, auch hier in Deutschland. Eine sehr bekannte Webseite davon war The Wall. Dort tummelten sich allerhand Hobby-Modder und gaben Tipps und Tricks und haben natürlich selbst auch welche angenommen. Genauso wie ich, weil dort habe ich die meiste Zeit meines Lebens, während ich gemoddet habe, verbracht. In einem Zeitraum von knapp 10 Jahren habe ich 3 Singleplayer-Mods veröffentlicht. Naja, die vergeudete Lebenszeit gibt mir niemand zurück, aber gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Hey Chris, was bietet Half-Life eigentlich im Multiplayer? Ach ja, stimmt, der Multiplayer-Modus, der war ja auch noch da. Der Mehrspieler-Modus von Half-Life war recht simpel, ballern, was das Zeug hält. Dinge wie Ausrüstung, Perks und was auch immer gab es nicht. Hier zählte nur der eigene Skill. Zeitweise ging es auch ziemlich chaotisch zu. Dank dedizierter Server und einem sehr guten Netcode war der Zugang einfach. Allerdings, nicht der Deathmatch sorgte für schwitzende Hände, es waren hauptsächlich bestimmte Mods, die die Leitung zum Glühen brachten. Hauptsächlich lag es an Day of Defeat, Team Fortress Classic und natürlich ganz oben Counter-Strike. Und heute, Half-Life, seine Add-ons und noch einige Mods spiele ich immer noch. Da bin ich aber auch nicht der Einzige. Es gibt immer noch eine Menge Leute, die das Spiel immer wieder mal spielen. Es ist ehrlich gesagt schlecht gealtert. Da hilft auch das High Definition Pack von Blue Shift nicht mehr. Wer aber das Spiel in aktueller Grafik erleben möchte, es gibt die Mod bzw. kaufbar in der Zwischenzeit Black Mesa. Da wurde Half-Life 1 auf die Source Engine geportet und sieht verdammt gut aus. And welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Bevor wir uns gleich dem Ende nähern, müssen wir noch kurz über den PC-Tellerrand schauen, denn es gibt mehrere Versionen. November 2001 erschien Half-Life für die PlayStation 2. Ursprünglich sollte das Spiel erst auf der Dreamcast erscheinen, zusammen mit Blue Shift. Dies wurde aber gecancelt und stattdessen erschien das Abenteuer auf Sonys Konsole, zusammen mit dem Zweispieler-Koop-Add-on DK. Als Bonus gibt es dann noch ein Level aus der Sicht der Aliens. 2004 erschien Half-Life Source, ein einfacher Port auf der Source Engine, sowie 2013 die Linux- und Mac-Version. 2004 erschien dann Half-Life 2,
Gordon Freemans Geschichte wurde weitererzählt, es folgten zwei Add-ons, danach ist erstmal Pause, die Welt wartet auf Half-Life Episode 3 oder auf Half-Life 3, je nachdem, ob das jemals passieren wird, ich weiß es nicht, aber unabhängig davon halten wir fest, Half-Life hat die Spiele der damaligen Generation geprägt und prägt sie auch noch heute. Und wer da derselben Meinung ist, kann das gerne in den Comments reinschreiben. Wer anderer Meinung ist, gerne auch. Wir können gerne darüber diskutieren. Also lasst gerne einen Daumen da. Ein Abo ist auch sehr gerne gesehen. Und wir sehen uns zur nächsten Episode. Auf Wiedersehen.